Im heutigen Video möchte ich euch mein Lieblingsrezept mit Champignons vorstellen. Ich zeige euch ein schmackhaftes Rezept für marinierte Pilze, für marinierte Champignons. Diese Champignons habe ich jetzt bei uns im Bioladen gekauft. Ab und zu bestelle ich auch Champignons über meine Freitags-Bio-Kiste. Aber ich habe auch schon Champignons selber gezüchtet, Bio-Champignons. Da gibt es ein ganz, ganz tolles Pilzzucht-Set. Das verlinke ich euch unten mal in der Infobox. Da kann man um die 2 Kilo Champignons selbst zu Hause züchten. Das ist ganz wunderbar. Selber züchten und ein ganz schmackhaftes Rezept zubereiten, würde ich euch auf alle Fälle empfehlen, mal selber Champignons zu züchten und dann einfach tolle Rezepte damit zu kreieren. Auf meinem Kanal gibt es auch schon ein Rezept mit Champignons. Und zwar habe ich einen rohveganen Eiersalat hochgeladen vor 1 oder 2 Jahren. Das verlinke ich euch oben mal rechts, falls ihr das Rezept noch nicht kennt. Ansonsten esse ich Champignons auch gern so oder mixe damit auch mal ein Dressing oder eine Pilzcremesuppe. Aber diese marinierten Pilze sind gerade mein absolutes Lieblingsrezept mit Champignons und ich bereite es zum Beispiel auch gern für Potlucks zu oder für Treffen mit Freunden. Und diese Pilze sind immer sehr, sehr, sehr gut angekommen. Das sind die Zutaten für ein sehr schmackhaftes Rezept für marinierte Champignons. Ihr benötigt 500 Gramm Champignons, dazu noch 3 Knoblauchzehen, eine mittlere Zwiebel, 2 Esslöffel Hefeflocken, allerdings sind diese optional, die könnt ihr auch weglassen, 2 Esslöffel Sojasauce, 3 Esslöffel Olivenöl, dann kommen noch 2 Esslöffel Zitronensaft dazu. Dann habe ich hier eine Handvoll getrocknete Tomaten, die sind salzfrei, die beziehe ich über Keimling. Ihr könnt aber auch Tomaten nehmen, die ein bisschen gesalzen sind. Da gibt es zum Beispiel von Rapunzel in Bioläden getrocknete Tomaten oder eben auch im Supermarkt. Und dann hier eine ganz, ganz wichtige Zutaten für die marinierten Pilze, das sind Kräuter. Da hätten wir zum Beispiel einen Teelöffel Thymian, einen Teelöffel oder einen halben Teelöffel Rosmarin, einen Teelöffel getrocknetes Basilikum, einen Teelöffel Oregano. Und hier, das sind so meine Lieblingszutaten mit. Und zwar links, das ist ein Teelöffel getrocknete Brennnesselsamen und rechts ist ein Teelöffel getrocknetes Brennnesselblattpulver. Das Rezept ist recht einfach. Als erstes werden die Champignons klein geschnitten. Ich schneide den Stiel immer so in Scheiben, dann halbiere ich nochmal so diesen Pilzkopf und dann schneide ich diese beiden Hälften auch nochmal in dünne Scheiben. Als nächstes wird die Zwiebel geschält und in feine Würfel geschnitten. Der Knoblauch wird auch geschält, entweder auch in ganz feine Würfel schneiden oder mit einer Knoblauchpresse dann zu diesen Pilzen pressen. Als nächstes schneide ich die getrockneten Tomaten in kleine Stücke. Das geht am besten mit einer Schere. Die Tomaten, die kommen jetzt auch zu der Pilz-Zwiebel-Knoblauch-Mischung. Da kann schon mal alles ein bisschen verrührt werden. Und als nächstes kommen die Kräuter dazu. Das Öl. Die Sojasauce, die Hefeflocken und dann noch Zitronensaft. Die Zubereitung ist jetzt erstmal abgeschlossen. Was jetzt noch wichtig ist, diesen Salat oder diese marinierten Pilze gut durchziehen zu lassen. Mindestens 2 Stunden, am besten über Nacht. Dann schmeckt dieser Salat am besten. Ihr könnt mit der Sojasauce variieren. Vielleicht ist es euch noch nicht würzig genug. Ihr könnt auch ein bisschen Salz hinzufügen oder Pfeffer. Aber für mich ist dieser Salat so perfekt. Die marinierten Pilze sind jetzt fertig. Ich habe sie circa 9 Stunden marinieren lassen. Das reicht aber auch ein Zeitraum von 2 bis 3 Stunden.